Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitzt mit seinen Sahaba, sitzt in der Masjid. Ein Mann kommt mit goldenem Ring in der Hand, im Finger. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sieht das und sagt, was hast du da? Sagt der Rasulullah, es ist ein goldenes Ring. Hat er das so weggenommen, aus seinem Finger rausgezogen und sagte, wahrlich, du hast nur Steine aus Jahannam an deinen Finger. Und hat das so weggeschmissen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist gegangen. Der Sahaba setzt sich hin. Jetzt sagen die anderen, geh, heb das auf. Und sagte, warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dir verboten, das zu tragen. Aber du kannst es doch aufheben und verkaufen. Was hat der Sahabi gesagt? Soll ich etwas aufheben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat? Gehört sich das für einen Muslim, ob jung oder alt, Mann oder Frau, etwas aufzuheben, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat? Gehört sich das, ja oder nein? Nein. Warum heben wir dann das auf, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam weggeschmissen hat? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht Alkohol weggeschmissen? Warum heben wir das auf? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tipico, hochdrücken, Spilos nicht weggeschmissen? Warum heben wir das auf? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zina nicht weggeschmissen? Hat er es nicht verstoßen? Warum hebst du das auf? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht das Lügen weggeschmissen? Warum hebst du das dann auf? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht das, diese Unschamhaftigkeit, dieser Hijab, hat er nicht gesagt, weggeschmissen? Warum hebt ihr das dann wieder auf? Warum hebt ihr diese Sünden auf? Hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht die Dunya weggeschmissen? Warum heben wir das dann auf? Warum? Limadha alaysh? Warum? Was erwartest du dann? Was denkt ihr dann, was kommt, liebe Geschwister? Wir haben doch Ramadan, ist vorbei. Es gibt Rufer zur Hölle und Rufer zu Jannah. Es gibt Menschen, Shaitanul Ins, wa Shaitanul Jinn, Teufel von den Jinn und Teufel von den Menschen, die rufen euch zur Hölle. Aber ihr müsst verstehen, ihr müsst das verstehen. Hier redet ein Bruder, der nicht einfach nur labert. Ich habe das Ganze jetzt durchgelebt, Bruder. Ich habe das durchgelebt. Ich hatte die Dunya, Allah hat die weggenommen, dann hat sie mir wiedergegeben, dann hat sie die wieder weggenommen. Ich hatte Streit mit Eltern, gute Zeit mit Eltern. Ich hatte tief, ich hatte hoch, ich hatte halal, ich hatte haram. Es gibt Menschen, die rufen euch zur Hölle. Dieses TikTok, die rufen euch zur Hölle. Passt auf eure Kinder auf, guckt in diesen Handys. Ihr müsst aufpassen, wo ihr eure Kinder erzieht, was ihr sie sehen lässt, was ihr macht auf eure jüngere Brüder, jüngere Schwester. Dieses Ihtiram, diese Izzah muss wieder zurückkommen. Der Islam muss wieder in den Häusern kommen. Es gibt Schwestern, die werden von ihren Vätern geschlagen, weil sie sich bedecken. Wallahi, schreibt mir Schwestern. Abdelhamid, mein Vater, zwingt mich, Hijab auszuziehen. Er zwingt mich, der Bruder weiß das selber. Die zwingen mich zu schminken, mich zu treffen mit Jungs. Brüder werden angespuckt von ihrer Mutter und Vater, weil sie einen Bart haben, weil sie gekürzte Hose haben. Leute, ihr wisst nicht, mit was Allah euch gesegnet hat. Allah hat vielleicht euch muslimische Eltern gegeben. Mit, Bruder, ich will nicht viel reden. Aber Bruder, ihr wurdet gesegnet, wenn ihr mit euren Eltern zu Hause beten könnt. Ihr wurdet gesegnet, wenn ihr zusammen Eid feiern könnt. Es gibt Geschwister, die haben das alles nicht.